Hi Leute, herzlich willkommen zum nächsten Video auf MotoHava 10. Wie ihr seht, geht es mal wieder um Minecraft. Ich konnte es nicht lassen und habe so ein bisschen rumexperimentiert und irgendwann ist mir aufgefallen, dass mir die Auflösung doch ein bisschen zu gering war. Deswegen habe ich mich jetzt mal für ein Texture Pack entschieden. Schwieriges Wort. Zuerst habe ich davon gehört bei Linefame, hier oben mal einen Link zu seinem Kanal. Und habe mir das Ganze runtergeladen, habe die Anweisungen zum Installieren auch beachtet und ja, man möge staunen oder auch nicht, es hat sogar funktioniert auf Anhieb beim ersten Mal. Keine Probleme, falls ihr wissen wollt, wie man das macht, mache ich gerne mal dazu ein Tutorial. Und jetzt zeige ich euch mal meine kleine Welt, beziehungsweise was ich hier bis jetzt so alles angestellt habe. Damit ich wieder weiß, wo ich hin muss, habe ich hier auf einem Berg so ein bisschen was Steinartiges gebaut. Und wir gehen jetzt mal in genau eine Richtung. Und ich gucke erstmal, dass ich das richtige Werkzeug in der Hand habe. Die Kuh und das Schaf lasse ich jetzt einfach mal außen vor, weil es geht mir eigentlich eher um diese schier endlos große Höhle, die ich euch mal zeigen möchte. Hier erstmal nur so ein kleiner Anfang. Ihr seht, es wird schon bedenklich. Schwarz, dunkel, da kommt auch nicht wirklich viel Licht hin, aber das geht noch schlimmer. Hier hinten, ihr seht es, das sammle ich mal schnell auf, hatte ich schon ein paar unliebsame Begegnungen, nicht der dritten Art, nein, haha, der zweiten reicht ja auch. Und hier tummeln sich wirklich ganz viele, oh ja, da tummelt sich sogar noch was und hat es mich schon gesehen, ne, gleich. Ja, diesmal sind es Spinnen, davor waren es irgendwelche Monster und Skelette und ja, mit großer Panik und was weiß ich nicht alles. Und mal gucken, ob mich die Spinne irgendwann wahrnimmt. Spätestens jetzt. Upsala. Aua. Geht's? Ah ja, und so schnell kriegt man ein Seil. Und da war vorhin noch irgendwo eine andere Spinne. Und ihr seht, wenn ich da reinlaufe, wird es bedenklich duster. Düster. Das heißt, ah ja, da kommt sie auch schon. Hilfe. Ja, die ist aber aggro. Meine Herren. Ah, dafür gibt es auch gleich zwei Seile. Okay, also ihr seht, da hinten gibt es noch viel zu entdecken. Die Höhle ist auch ziemlich groß. Ja, und ich denke mal, dafür brauche ich erstmal genügend Ausrüstung. Und die Ausrüstung muss ich mir natürlich irgendwie zusammenbauen. Ich habe in meinem Swimmingpool, den werde ich euch gleich nochmal zeigen, eine Erzader entdeckt, wie praktisch. Und wer sich an meine Kommentare bei Christos erinnern kann, ich habe eigentlich nie genügend Steinkohle oder so gefunden. Aber inzwischen habe ich sie gefunden. Ihr seht hier unten auch in meiner Bar, da habe ich 37 mal Kohle drin. Das heißt, ich kann eigentlich noch genug bauen. Hier oben seht ihr auch, könnte man ein bisschen Tagebau machen. Da ist auch noch genügend Steinkohle. Also ich kann mir eigentlich mit dem Eisenerz, was ich unter meinem Swimmingpool habe, da geht's genau, da ist meine kleine Steinsäule. Da geht's zu meinem Gehöft. Jawohl. Kann ich mir eigentlich noch genügend Ausrüstung bauen, damit mich die lieben Monster nicht immer so stark beschädigen. So, hier gibt es wie immer Schweinchen und Hühnerchen, die lasse ich alle diesmal mal draußen stehen. Da ist meine Behausung, die kleine Höhle, da ist der Swimmingpool und hier habe ich mal so ein bisschen was getestet, nämlich man kann ja auch Sachen anbauen und man kann tatsächlich auch diese Schößlinge oder wie auch immer die heißen mögen anbauen. Und daraus wachsen denn, ich weiß nicht, nach 5, 6 Tagen in-game, ich glaube mehr sind es nicht, auch wieder Bäume. Ihr seht, auf dem Feld dahinter mir war jetzt noch kein zweiter Baum. Und während ich jetzt diesen Baum hier abarbeite, gibt es zwischendurch, glaube ein kleines Geräusch gab es. Und wenn wir uns jetzt gleich umgucken, genau, steht auf einmal wieder ein neuer Baum. Ja. Das ist schön, aber den zweiten Baum, den lasse ich da jetzt stehen, weil ich möchte natürlich auch wissen, ob der noch größer wird. Dann könnte man sich unter anderem auch mal ein tolles Baumhaus bauen. Jetzt mit den Seilen, die ich gerade eben gefunden habe. Mal gucken, ob das funktioniert. Also es gibt wie immer viel zu tun. Ich habe da auch mal so einen kleinen Leuchtturm gebastelt. Den seht ihr im Hintergrund. Ja, und ich bin gespannt, wie schnell ich hier weiterkomme. Hier noch... Ja,
ein Outdoor-Schwimmbad. Und ja, geradezu seht ihr das überdachte Schwimmbad. Jetzt nochmal das Feld. Also wie ihr seht, es gibt eine ganze Menge zu machen. Benutzt das Texture Pack habe ich Miners Realistic. Das soll man auch erwähnen, wenn man damit so ein bisschen filmt, was ich jetzt auch gemacht habe. Ja, und ich freue mich wie immer von euch zu hören. Keine Sorge, Hardware gibt es noch genügend, aber so ein bisschen Spielerei muss natürlich auch mal sein. Okay, das war es jetzt erstmal in Kürze. Hier noch ein kleiner Rundblick in meine kleine bescheidene Höhle. Das sind so ein paar Sachen, die ich bisher so gefunden habe, beziehungsweise gesammelt habe. Also ein bisschen was habe ich da schon getan. Ja, und dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns mit Sicherheit Montag oder Dienstag schon wieder mit einem neuen Video. Bis dann, sagt euer Mutter aber 10. Tschüss.